Hallo, Toni Schleudersitz begrüßt euch zum letzten Teil der Colin McRae Challenge. Das Rallye in Malaysia. Meiner Ansicht ist das schwierigste Rennen der Golden Challenge. Man fährt jetzt sehr viel durch Wasserpfützen und kann dann vor allem in der Cockpit-Sicht sehr schlecht sehen. Jetzt war durch die Scheibenwischer schnell wieder weggewaschen, aber eine Sekunde hat man dann keine gescheite Sicht. Also da ist natürlich sehr unfallträchtig. Außerdem ist es bei diesen Bäumen sehr schwer abzuschätzen, ob jetzt wirklich eine enge Kurve kommt oder ob man so mit Abkürzen und Durchschlittern ziemlich voll vorankommt. So, ich habe gedacht, diesmal zeige ich euch mehr in der Cockpit-Sicht. Wie ich das immer vor. Das ist also schon eine andere Geschichte. Da zum Beispiel war nicht so arg, aber es ist immer wieder eine Störung durch das Wasser. Ja, nicht so arg. Ja, die eine Palme, die haben wir abgemerkt, weil jetzt ist eine blöde Kurve. Schön ansteigen, kein Problem, aber ich habe mal rausgesegelt. Und das ist auch eine Schlüsselstelle. Da sieht man übrigens, wie ich langsam schon den anderen Wagen einholt. Da kann man voll in der 5. oder 6. fahren, aber da, etwa auch da, muss man bremsen. Darf man nicht schneiden. Schwierigste Stelle des Rennens gewesen. Jetzt die Verfolgung gegen den anderen Rallye-Wagen. Da ist natürlich bei einer Rallye, wo man ja meist allein fährt, natürlich vor, mal einen anderen zu haben. Wenn es natürlich die Überholungsmanöver sehr, sehr schwierig sind bei den engen Pisten. Und immer ein gewisses Risiko darstellen. Noch gut gegangen, würde ich mal sagen. Du hast ein paar coole neue Lackierungen freigeschaltet. Super, ein neues Fahrzeug ist freigeschaltet. Also ich glaube, wenn ihr das schafft, diese Colin McRae Challenge, dann habt ihr was ganz Tolles in diesem Spiel geschafft. Danke fürs Zuschauen. Ciao, sagt Toni Schleudersitz.